teilt sich am besten in die Richtung. Die Jäger sind da unten und wartet aufs Signal. Ich wünsche eine erfolgreiche Jagd. Gut, die Treiber sind alle auf ihrem Posten. Jeder Jäger ist für seinen Schuss selber verantwortlich. Ich wünsche eine schöne und erfolgreiche Jagd. Bleibt uns heil. Bleibt uns heil. Wo ist denn Ihr Sohn? Ist er heute nicht aus dem Bett gekommen? Die Tiere dauern ihn, hat er gesagt. Lass man halt. Also, Elisabeth, blasen zum Treiben. Ich sehe schon, ich werde mich furchtbar blamieren. Ja, was, Frau Baronin, das haben wir ja oft genug geübt. Und jetzt? Marie, verkauft die Wiesen nicht. Wenn es dir auf den Kopf setzt, bitte viel erwartet. Jesus, Kabinian, wenn wir es doch nicht nutzen. Ja, mei. Und dem Mehringer mit seinen Schaf kann es doch wurscht sein, wem es gehört. Meinst du nicht? Wie oft bin ich da umgesessen? Ganze Nächte lang. Du kommst halt nicht mehr so leicht nauf. Haha. Aber geschossen hab ich kein einziges. Ich hab nur geschaut und gehorcht. Da auf der Wiesen haben sie gegessen im Morgengrauen, die Rehe. Schau mal, wir könnten doch einen Tausch machen, ha? Die Baronin, die kriegt die Wiesen, dann hat sie ihr Gelände arrondiert. Also beieinander, verstehst? Und wir nehmen dafür den kleinen Streifen da hinten an der Straße. Mhm, der als Baugelände ausgewiesen ist. Ganz blöd ist die Baronin von Teck auch nicht. Eine Herrschaft des Schürzens wieder auf die Rehe. So, da hätten sie mich mit einer Sänfte abholen können, da wäre ich nicht hin. Überhaupt ist die Treibjagd der Freie eh verboten. Mei, oder hat der Reischl mit seinen Beziehungen eine Sondergenehmigung verschafft? Wahrscheinlich. Jetzt ist was passiert. Wieso? Ja, hör doch hin. Der Notruf. Den blasen sie doch nicht umsonst. Kabine, schau, wo Fliegenpilze sind. Da sind auch Steinpilz und alle anderen Gurken. Oh Gott! Nein! Florian! Nein! Was ist passiert? Ja, dann ruhig. Wir brauchen Polizei und Notarzt. Liegen lassen, komm. Spuren sich rum. Erst, Marie, eine Nachtigall. Na, das ist ein Sprosser. Gell, weißt du, was ein Nachtigall ist? Aber das ist ein Sprosser. Und das ist ein Martinshorn. Zurückbleiben bitte, gehen Sie zurück. Aber halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung. Niemand verlässt den Tatort. Danke. Herr Reischl, jetzt sagen Sie mir, wir hatten den Toten zugedeckt. Baronin Elisabeth von Teck, jemand Ihnen war es, Sie waren die Verfügung. Bei einer Leiche darf nichts verändert werden, das weiß man doch. Aber ich habe ihn nicht angerührt. Das wäre noch schöner, Frau Baronin. Corbinian! Corbinian Hofer von der Kripo. Den habe ich auch eingeladen. Was für Hofer? Ja, ich wollte mit ihm über seine Wiese sprechen, aber er hat abgesagt. Der Tote heißt Florian Nagel. Florian Nagel, der Dr. Nagel, der neue Verwalter von der Baronin von Teck. Ja, genau. Da schau her. Mit dem habe ich gestern noch telefoniert. Ja, den steckt er da. Ist das schön hier. Tja. Leider haben wir nichts davon. Aber die Tour holen wir nach, okay? Natürlich. Mir liegt ja auch an Ihrer Fitness. Was macht denn der da? Das schafft er doch nie. Oh. Warten Sie kurz.
Die Polizei, dein Freund und Helfer. Und? Hey, vergessen Sie es, das schaffen wir nicht. Da muss sich jemand rausziehen, glaube ich. Ich selbst schaffe das jetzt nicht mehr. Dürfte ich mal in Ihre Papiere sehen? Ich bin von der Kripo. In den Hals. Glatt durch. Scheiße, dass du das Projektil irgendwo findest. Herr Lind, wo bleibst du denn? Sogar der Herr Hofer ist schon da. Was heißt das sogar? Herr Reischl, Sie sind der Jagdleiter. Richtig, ich habe der Frau Baronin einen Gefallen getan. Wer hat ihn erschossen? Weiß ich. Ganz weit. Schade. Sind das alle Leute? Wie heißt der? Soviel ich sehen kann, ja. Der Herr Stegowald fehlt. Richtig, wo Sie es jetzt gerade sagen. Entschuldigung, ist das ein Edwin Stegowald? Ja. Den hat gerade der Lind am Schlawittl. Tasche. Ich habe das Handy her. Ich muss der Marie Bescheid geben, dass es nicht umsonst wird. Du sammelst schon mal die Namen und Gewehre von allen ein und dann notierst du von jedem, wo er gestanden hat. Von jedem? Von jedem. Marie? Ja, ich fahre dann heim. Bitte. Bastian Mehringer. Weil das ist ja ewig her. Ja, Marie. Die hat man da heraus aber schon lange nicht mehr gesehen. Ja, mei. Sind halt so selten die Zeit, gell? Wie geht's denn allebei? Was fällt du da mit den Schafen? Ja, die lassen mich in Ruhe. Und du lässt deine Herde in Ruhe? Ja, da kümmert sich der Herr Schmidt drum. Ja, der versteht sein Handwerk. Ja, gescheiter Hund, der Herr Schmidt, gell? Warst du in den Schwämmerl? Ja, voll ist nicht. Ja, ich wüsste schon ein paar gute Plätze, aber da müssen wir bald früher aufstehen, gell? Sonst wird das nix. Eigentlich bin ich ja wegen unserer Wiesen da. Die Tech will's haben. Aha, die Tech. Ja, die will's ja allerhand, gell? Aber da ist nur der neue Häuptling schuld. Der Nagel. Scheinbar ist was passiert bei der Jagd. Ja, ja. Diese Sonntagsjäger, die wissen gerade noch, wo er beim Gewehr hinten und vorne ist. Und dann knallen sie sich auch noch gegenseitig ab. Kein Wunder. Ah, der Herr Schmidt braucht seine Brotzeit, gell? Und ich auch. Mahlzeit. Sag einmal, war das jetzt ein ernsthaftes Angebot mit den Schwammerl? Ja, freilich, gell? Aber meine Plätze bleiben unser Geheimnis. Hm? Ehrenwort. Mei, ist die süß. Schauen Sie mal, Herr 80er. Die ist viel zu groß. Der Franzi, der wird doch gerade mal 5. Wieso? Da wachst du doch mal. Na, wenn er die zum Geburtstag nicht anziehen kann. Na, die müssen es umtauschen, Frau Stockl. Ja, aber das geht nicht. Das war ein Sonderangebot. Also, ich muss jetzt los. Ich schau da später noch mal vorbei. Am liebsten wäre mir ja Grimms Märchen in der illustrierten Ausgabe aus Nürnberg. Die habe ich selber als Kind gehabt. Aber meine Idee ist halt leider nicht mehr zu haben. Wieso? Antiquarisch übers Internet. Tausche, Suche, Biete. Da kann man ganz tolle Sachen zusammenkriegen. Wunderbar. Ach, Herr Hauptsieger. Hier sind Sie, Frau Stockl. Wir bräuchten Sie dann mal drüben. Die ist süß, steht Ihnen sicher. Die ist für meine Enkel. Ach, sind Sie jetzt Großmutter? Nein, nicht, passt schon. Was liegt an, Herr Lind? Auf den ersten Blick ein Jagdunfall, aber man weiß ja nie. Sie geben mir dann Bescheid, wenn sich was ergibt. Ich muss jetzt leider zum Oberstaatsanwalt. Ach so. Da war ein Gebüsch und die Zweige haben sich bewegt. Das ist ja Stegowald. Haben Sie die Jägerprüfung nicht gemacht? Doch. Das Theoretische habe ich auch mit 1 bestanden. Und wie lautet des Jägers erstes Gebot? Was du nicht erkennst, das schießt auch nicht tot. Gut. Und warum haben Sie dann trotzdem geschossen? Ich habe mir die Büchse ausgeliehen. Die hat mir nicht gelegen. Wie sagt man als Jäger? Der Lauf schießt, aber der Schaft trifft. Dann hat's wohl am Gewehr gelegen. Nein. Ich nehme doch die ganze Verantwortung auf mich. Aber erstmal wollten Sie ausbüchsen. Ja, Panik, die Schande, ich bin am Ende. Lind? Ah ja, gut. Ja, ich komme. Bis gleich. Bin gleich wieder da. Frau Dr. Kern? Richtig. Schönen Gruß. Ja, ja. Werde ich jetzt verhaftet? Fahrlässige Tötung, dafür sieht das Gesetz nicht unter 5 Jahren vor, aber so weit sind wir noch nicht. Ich bin nur so unendlich müde. Schlafen Sie mal vielleicht bloß nicht ein. Erst müssen wir noch das Protokoll machen. Frau Stockl! Ja!
Wir müssten das Protokoll machen mit dem Herrn Stegerwald. Frau Doktor? Hallo. Wie sieht's aus? Die Kugel hat die Arteria carotis durchtrennt, die rechte Halsschlagader, und ist dann ausgetreten. Ein Durchschuss? Ja, vom Ohr am Wirbel vorbei knapp und dann raus. Welches Kaliber? 8 mm. Sind noch Splitter im Gewebe, aber der Großteil ist durch. Ein Haarmantelgeschoss, das übliche für die Rotwildjagd. Sie kennen sich aber aus. Nein, das hat der Hofer gesagt. Haben Sie sonst noch was festgestellt? Alles Weitere finden Sie dann in meinem Obduktionsbericht. Klar. Ja! Grüß dich, Stuckel. Grüß dich. Was treibst? Gib deins, nimm meins, die Tauschbörse im Internet. Partnertausch. Witz, komm raus, du bist umzingelt. Nimm mich jetzt was anderes. Sag mal, was soll ich schreiben? Krachlederne oder bayerische Lederhosen? Bayerisch. Bayerisch. Bin ja gespannt, wer sich dafür interessiert und was ich dafür bekomme. Was, verkaufst du es nicht einfach? Der schlaue Mensch Tausch steht doch da. Und außerdem, das Internet bietet mir so viele Möglichkeiten und ist angesagter denn je. Ja, du hast schon tauschen, ich bin bei der KTU. Gut. Bitte. Also, Herr Reischl. Herr Mohr, gibt's was Neues? Herr Reischl, in dienstlichen Belangen kriegen Sie von mir keine Auskunft. Wiederschauen. Sapristi. Der Herr 80er ist leider dienstlich unterwegs. Aha, warum sollte ich dann eigentlich herkommen? Ja, die Kollegen wären da, haben aber gerade zu tun. Müssten Sie heute einen Moment erwarten? Kein Problem, mache ich gerne. Vielleicht könnten wir zusammen eine Tasse Kaffee trinken. Herr Lind, der Herr Reischl wäre jetzt da. Ja, ich habe ja Augen im Kopf. Das ist super bei uns in Bayern, gell? Herr Reischl. Grüß Sie. Was gibt's denn noch für Fragen? Also ja, ich denke, wir gehen ein bisschen rüber in den Vernehmungsraum. Sekunde bitte. Keine Aufmerksamkeit, ich glaube, das lieben Sie. Mei, das wäre nicht nötig gewesen. Danke, Herr Reischl. Süß. Ah, ich dachte, Sie wären noch mit dem Herrn Stegerwald zugange. Und den habe ich nach Hause geschickt. Der war endlos müde und hat es nervlich nicht mehr gepackt. Aha, der Herr Reischl ist da. Na, dann los. Was zu Ihnen? Charmant, charmant. Ja, ich komme ja. Wird das ein Verhör, so mit guter Polizist, böser Polizist? Nein, um Gottes Willen, nehmen Sie doch Platz, bitte. Dankeschön. Herr Reischl, sagen Sie mal, haben Sie den Stegerwald eingeladen? Nein. Also, einladen tut der Gastgeber. Ich kannte den Stegerwald kaum. Die Elisabeth hat gesagt, dass er ein Spätzle ihres verstorbenen Mannes war. Sein Vermögensberater. Aber wenn Sie mich fragen, war das Ganze nichts anderes als eine sentimentale Geste. Und der Tote, Dr. Florian Nagel? Ja, das sollte ein neuer Manager werden, hat sie gesagt. Heute Abend wollten sie ihn intronisieren. Aber, na gut, daraus wird wohl nichts mehr. Wie standen denn die beiden zueinander? Also Nagel und Stegerwald, können Sie dazu was sagen? Ja, da fragen Sie am besten die Baronin oder den Hirtreiter. Anselm Hirtreiter, der Gutsverwalter. Ja, bis der Nagel gekommen ist und den ganzen Laden übernommen hat. Und der Hirtreiter, war der auch bei der Jagdgesellschaft? Na, hat man den gesehen, also man, der feiert doch nicht seine eigene Kündigung. So, Name. Ja, bitte? Nein, ich habe mich nicht vergessen. Ich schätze 10 Minuten oder vielleicht noch eine Viertelstunde. Ja. So, war's das dann, weil ich kann meine Mama schlecht warten lassen, ich muss zum Friseur. Und die Mama, die darf auf keinen Fall warten lassen. Wer hat denn den Herrn Hirtreiter entlassen? Ich sag lieber nichts, bevor ich was Falsches sage. Hat das Dr. Nagel veranlasst? Also, meine Herren, gell? Eins noch, Herr Reischl. Kann es sein, dass bei der Aufstellung der Jäger vielleicht ein Fehler passiert ist? Jetzt passen Sie mir auf, ein Mann mit meiner Jagderfahrung. Also, ich bin doch nicht so blöd, da stehen die Jäger vielleicht hintereinander auf. Also, einen schönen Tag. Ja. Das wird der doch nie und nimmer machen, der ist doch nicht blöd. Jetzt sollten wir uns mal das gute Tech vornehmen. Bin gespannt, wie es da ausschaut. Wir brauchen vor allem das Projektil, sonst bleibt alles Spekulation. Ja, das macht jetzt die Spurensicherung. Und? Auf geht's. Mei, Michi, ich mein's nicht, dass es besser wird, jetzt die Spurensicherung machen zu lassen. Das haben nämlich die Kommissare extra angeordnet. Die brauche ich nicht. Das mache ich alles selber. Wenn's du meinst. Ja, ich meine. So.
Alles nix. Das war zweit. Da haben wir den. So. Und jetzt schnappen wir die Kugel. 1000 Hektar Wald, 150 Hektar Frucht und Weide, eine Hühnerfarm in Mecklenburg, im Münsterland eine Pferdezucht, in der Pfalz ein Weingut. Da kommt schon was zusammen. Und die EU-Landwirtschaftsförderung vor allem. Ja, ja. Und das zahlen wir mit unseren Steuern. Sie profitieren doch auch davon mit Ihren Kühen. Naja, dafür gibt's ja Milchpfennig. Keine Millionen. Also, Herr Hirtreiter, und Sie haben mir davon kein Wort gesagt. Was mit der Musik? Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Er ist tot und Sie kümmert das einen Dreck. Warum? Er hat mir doch gekündigt, nicht ich ihm. Oh, das ist ja das Letzte. Grüß Gott, Frau Baronin, Herr Hirtreiter. Das ist mein Kollege, Hauptkommissar Lind. Ja, Frau von Teck, wir würden denn gern mit Ihnen sprechen, aber vorher hätten wir doch ein paar Fragen an Herrn Hirtreiter. Ja, selbstverständlich. Kommen Sie dann rüber in mein Büro. Ich habe Ihnen einiges zu berichten. Herr Hirtreiter, Sie waren gar nicht mit auf der Jagd. Warum denn nicht? War nicht eingeladen. Aber Sie wissen, was passiert ist. Tja, der Stegowald. Ein Pfundskerl, aber kein Jager. Sie verstehen sich gut mit ihm? Ja, ja, das passt schon. Und wie war das mit dem Dr. Nagel? Der Herr Manager. Das Gut, wie wir es bewirtschaftet haben, das ist jetzt ein Holding. Oder es wird eine Holding. Was weiß ich, was die Gnädige vorhat. Der Otto, der Baron. Gut, dass er das alles nicht mehr mitkriegt. Er war noch nicht einmal unter der Erde. Da hat sich der Schnösel schon in ihrem Bett breit gemacht. So schaut's aus. Wir haben ein Verhältnis gehabt. Ja, schon länger. Aber da hat er sich in die Wirtschaft noch nicht eingemischt. Erst als der Otto von Teck tot war. Tja, und dann haben sie getönt, die Herrschaft. Nicht? Ihr müsst uns neu aufstellen. Und das Erste, was sie getan haben, Stegoweit haben sie entlassen. Was haben die mit Ihnen vorgehabt? Die haben gedacht, ich werde da hocken und meinen Schnaps saufen. Das haben sie gedacht. Und heute Morgen, als die Jagd anfing, wo waren Sie da? Da. Gibt's dafür Zeugen? Was soll denn das jetzt? Der Kollege hat eine Frage gestellt. Ja, ich war hier! Das ist aber ein gutes Zeichen. Nagel ist einigen auf die Füße getreten, so viel steht fest. Jetzt schauen wir mal, was die Baronin sagt. Da bist du ja endlich. Wo warst du denn bitte so lange? Unterwegs. Johannes, dein Verhalten ist unmöglich. Dein Vater hätte niemals... Was mit meinem Vater? Du bist ein von Teck, benimm dich dementsprechend. Kommen Sie bitte herein. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Setzen Sie sich doch. Ja. War das Ihr Sohn? Ja, Johannes. Er ist halt jetzt in dem Alter. Haben Sie Kinder? Nein. Der Tod seines Vaters vor einem halben Jahr hat ihm sehr schwer zu schaffen gemacht. Was hat Ihnen denn der Hirtreiter erzählt? Dass der Florian, der Herr Nagel, ein Schwein war? Ich würde es präzisieren. Ich würde sagen,
Er war ein Trüffelschwein. Er hat eine ganze Menge ausgegraben. Fleißig? Inwiefern? Der Hirtreiter, der hat es gut herunterkommen lassen. Misswirtschaft auf der ganzen Linie. Und der Stegoweit, der hat mit seinen Finanzaktionen unser Vermögen nicht verwaltet, sondern vernichtet. Und das alles hinter dem Rücken meines Mannes. Und das hat der Herr Dr. Nagel herausgefunden? Ja, und er hat versucht zu retten, was noch zu retten war. Und dazu hätte er auch meine Wiesen gebracht. Ja, Herr Hofer, eine Flurbereinigung gewissermaßen. Eine Flurbereinigung gewissermaßen, zu der auch Herr Stegoweit und Herr Hirtreiter gehört haben? Warum haben Sie den Herrn Stegoweit eigentlich zur Jagd eingeladen? Als Andenken an meinen verstorbenen Mann. Obwohl er sein Vertrauen missbraucht hat. Genau. Und Florian hat das nachgewiesen und dokumentiert. Deswegen ist er auch ermordet worden. Ermordet? Davon bin ich überzeugt. Worauf gründet sich Ihr Verdacht? Ja, weil Beweismittel verschwunden sind. Sein Dossier, das er mir gegenüber immer erwähnt hat. Kommen Sie mit. Hier hatte Florian seinen Laptop verwahrt. Und jetzt ist er weg. Auch in seinen Privaträumen oben ist er nicht. Er hat manchmal hier übernachtet, wenn er bis spät in den Abend hineingearbeitet hat. Sie standen Dr. Nagel wohl sehr nahe. Mit Florian hätte alles gut werden können. Entschuldigen Sie bitte. Kein Problem. Schön in Ordnung. Ja, wenn die Daten so wichtig waren, dann hat er sie bestimmt noch woanders gespeichert. Also, wenn Sie nichts dagegen haben, dann lassen wir unsere Spezialisten kommen. Selbstverständlich. Ich will Klarheit. Schön, wir auch. Gut, dann veranlassen wir das. Haben Sie noch was, Herr Hofer? Ja, ich habe noch was. Zu diesem Schrank gibt es da einen Schlüssel? Ja, ja. Prima Versteck. Bitteschön. Danke. Welches Gewehr haben Sie bei der Jagd benutzt? Gar keines, ich kann überhaupt nicht schießen. Ja, gut. Den Schlüssel nehmen wir mit. Die Gewehre sind beschlagnahmt. Aber wir müssen die untersuchen. Ja, die Spurensicherung kommt dann und holt sie ab. Die Gewehre. Wie Sie meinen. Sie finden den Weg? Wir finden den Weg, vielen Dank. Wiedersehen. Wiederschauen. Ein Jagdunfall. So ein Schmarrn. Ich denke auch, dass der Schuss gezielt abgegeben wurde. Ja, fragst du bloß von wem? Hirtreiter oder Stegoweit? Wie auch immer. Uns fehlt die passende Kugel. Allerdings. Schauen wir mal, wie weit die Spurensicherung ist. Ha. Michi, was gibt's? Du ganz allein, da reden wir drüber. Aha. Na, sehr schön. Super. Also, bis bald. Servus. Was ist denn los? Ich bestelle die Spurensicherung und der Herr Mohr zieht auf eigene Faust los. Was, und steht im Wald? Mhm. Mit einem Haufen Schrott und einer 8 mm Haarmantel. Na, Stegoweit. Geht es besser als wir morgen? Ja. Gut. Also, der Lauf schießt, der Schaft trifft und der Schütze hat ein Motiv. Sie haben Transaktionen getätigt zum Nachteil von GoodTech und Dr. Nagel hat das herausgefunden. Und da haben Sie sich gedacht, bevor der mich erledigt, erledige ich ihn. Das war kein Unfall, kein Fehlschuss, sondern Absicht. Nein, nein! Nicht? Na, Sie müssen das jetzt zugeben. Das ist Ihr gutes Recht, aber der Verdacht stellt sich ein. Das müssen Sie doch selber sagen. Ja. Herr Link, die Kugel, ich hab's gefunden, ist schon drüben im Labor. Sehr gut. Ergebnisse haben wir morgen, ich hab denen gescheit eingeketzt. Sicher, dass es ein 8 mm Hammer ist? Ja, hundertprozentig, dafür braucht er kein Labor. Prima. Das Ergebnis kommt morgen. Ja, dann lassen wir Sie jetzt in Ruhe. Aber Sie sind vorläufig festgenommen, wegen Verdunkelungsgefahr. Das können wir Ihnen nicht ersparen. Sie stehen unter Mordverdacht. Benedikt, sei so gut. Herr Stegoweit, wenn Sie bitte mitkommen. Tja. Ja, hey. Ja. Tausche Regulator gegen Null. Das passt nur ein Regulator. Michi, lass mich nur machen, okay? Du kannst die Sprache. Bringt dir vielleicht Glück. Das passt, Michi.
Danke. Michi, wenn ich dir eine dienstliche Anordnung erteile, dann wird dir ausgeführt. Oder du sagst es mir, wenn du dich anders entscheidest. Ist das klar? Ja. So, der Stillgewalt kommt in Gewahrsam. Und dann ist Schluss für heute. Und schönen Feierabend, Michi. Ja. Frau Storkl, Sie können auch heimgehen. Ich bleib nur ein bisschen. Ich geh dann. Ah ja, danke. Für euch. Für dich. Sind Sie im Chat rum, ne? Das ist privat, Herr Hofer. Prüfung. Das mit dem Laptop hat sich geklärt. Haben Sie es? Nein, noch nicht, aber hier. Auftragsbestätigung einer Computerwerkstatt. Der Nagel hat es vor 2 Tagen dahin gebracht zur Reparatur. Die technische Damschennudel. Beweismittel sind verschwunden. Ja, kann ja was dran sein. Wir schauen uns mal an. Hm? Aber halt nimmer. Jetzt ist Feierabend. Wiederschauen. Deine Schwammerl kriegst morgen. Der Mehringer zeigt mal die richtigen Plätze. Die puren Schwammerlplätze im Wald von der Gräfin. Mhm. Ja, sauber. Das nenne ich generös. So ist er. Alle denken immer nur ans Geld und ihren Vorteil. Aber nicht der Mehringer, Bastian. Der hat so eine Ruhe, eine Würde. Findest du nicht? Oh, ja, schon. Ich kenne ihn ja kaum. Hm. Was ist denn das? Das sind Sprossen. Ja, das weiß ich auch. Tu mir mit deinen Sprossen. Ja. Und Sprossern. Morgen! Aha. Guten Morgen, Marie. Du bist aber pünktlich. Guten Morgen, Herr Schmidt. Heute findet man bestimmt was. Ist das nicht manchmal zu einsam hier draußen? So ganz allein? Allein? Ich bin nicht allein. Schau, Marie, ich bin hier mitten im Ganzen. Weißt du, ich bin viel auf der Welt rumgekommen. Ja, hab auch viel mitgemacht in meinem Leben, gell? Aber hier bin ich jetzt angekommen. Und von hier bringt mich so schnell auch keiner mehr weg. Grüß Gott, ist der Johannes bei Ihnen? Ja, gestern Abend war er noch da. Warum? Ist er nicht heimgekommen? Die ganze Nacht nicht. Ich hab gehofft, er hockt bei Ihnen am Lagerfeuer. Mein Bruder hat sich auch oft nicht abgemeldet und da war er halt bei Schulfreunden. Da ist er nicht. Ich habe überall herumtelefoniert. Und an sein Handy geht er auch nicht. Naja, er wird halt nur unterwegs sein. Es wird schon nichts passiert sein. Hoffentlich. Na gut, ich will nicht länger stören. Okay, Sie stören doch gar nicht. Danke. Einen schönen Tag noch. Wiederschauen. Ja, was ist mit uns, Marie? Packen wir's. Ja. Ja, die hat ein ordentliches Backerl zum Drauf. Naja, der Otto ist viel zu früh gestorben. Und der Bub, der sucht jetzt einen Halt, gell? Herr Schmidt, aufpassen, gell? Nein, danke. Tut mir weh. Bist du schon wieder da oder noch immer? Seit 6 in der Früh hat mir gleich jemand Schürfrecht in Alaska angeboten. Und? Hast du das genommen? Nein, natürlich nicht. So, kannst reich werden. Ist mir zu kalt da. Nein, Frauen und Logik. Du, unsere 2 sind die schon da? Nein, aber ein Fax ist gekommen. Das habe ich da hinten in die Ablage gelegt, da aus dem Labor wegen der Kugel. Schon, danke. So, das Projektil wurde einer Standarduntersuchung unterzogen. Womit leider gesagt werden muss, dass Herrn Stegowalds Projektil nicht schuld am Tod von Dr. Nagel sein kann. Sauer, das passt. Was? Ja, Stegowald kann mal entlassen, würde ich sagen. Also, wenn ich was zu sagen hätte, wie oft das kommt, mir hört keiner zu. Was hast du gesagt? Stegowalds Projektil nicht schuld am Tod von Dr. Nagel. Keine Gewebespuren. Also nicht das tödliche Projektil. Aber abgeschossen aus dem Gewehr von Stegowald. Das beweisen die Laufrinnen. Der Stegowald nicht gewesen sein. Aber wer war es dann? Die anderen Jäger konnten ihn von ihrer Position aus nicht treffen. Das heißt, eigentlich muss es jemand von außerhalb der Jagdgesellschaft gewesen sein. Wieder hört weiter. Ja, worauf warten Sie denn da noch? Darauf, dass der Michi mit ihm kommt. Ah, man läuft ja alles bestens. Meine Herren,
Ah ja, Frau Stockler, hätte ich gern noch gesprochen. Sagen Sie doch bitte Bescheid. Ja, machen wir. Aber ob wir die gerade von dem Computer loseisen können, ist die Frage. Sie sucht nämlich immer noch fieberhaft nach einem Geschenk für ihre Enkel. Meine Enkel? Nein, nein, ihre. Eigenen. Was? Stockler hat doch keine Kinder, geschweige denn Enkel. Das dachte ich bisher auch. Meine Herren, das müssen wir ja nicht hier und jetzt ausdiskutieren. Wieder schauen. Lisa, bist du's? Ah, Franzi, ja, Kesti, der Opa ist hier. Du sag mal, ist die Mama da? Ja, du, dann hol's bitte schön. Ich hätte gern mit dir gesprochen. So, dann geh jetzt. So, da sind wir. Tag. Der Herr hier, Dreiter, legt Wert auf die Feststellung, dass er freiwillig hergekommen ist und dass er auch sofort wieder geht, wenn es ihm nicht passt. Ja, ich habe auch nichts verbrochen. Gut, dann kommen Sie doch bitte mit. Sie kommen nach? Ja, ja, freilich. Bis gleich. Und du, Michi, suchst jetzt das gesamte Waldstück ab, flächendeckend. Und sammelst jede Kugel, die du findest, im Umkreis von 1000 Metern, ja? Ja, eh nur ein Kilometer. Und das wird der Gaudi. Ja, da holst du Hilfe bei der Bereitschaftspolizei. Ja, du schau dir mal an. Jetzt spielen in München die Blauen gegen die Roten. Sie werden schon bald nicht abstehen können. Und dann machst du den KTU-Druck, wegen den Gewehren von der Baronin von Teck, gell? Sonst brauchst du nichts mehr von mir. Nein, langt dir das nicht. Ach, du. Na also. Schön, Herr Hirtreiter, dass Sie sich so kooperativ zeigen. Na, mich interessiert doch selbst, wer dem Nagel eine aufgebrennt hat. Na, ich weiß jedenfalls nicht. Ich kann es mir glauben. Dann sagen wir halt uns besser an die Tatsache, das ist gescheiter. Ja, und Tatsache ist, dass Florian Nagel Sie um Ihre Existenz gebracht hat. Mhm. Und Tatsache ist, dass ich in der Zeit, in der die auf der Jagd waren, am Gut war in meinem Keller. Und dafür habe ich einen Zeugen. So, plötzlich, auf einmal. Wer soll das sein, bitte? Na, der Bub, der Johannes, der hat auch keine Lust gehabt aufs Halali. Warum haben Sie es nicht gleich gesagt? Ich habe halt an den depperten Buben nicht gedacht. Ach so, und weil es ein depperter Bub ist, meinen Sie, dass er Ihnen ein Alibi verschafft? Was haben Sie ihm versprochen, dass er für Sie aussagt? Herr Hofer, mit solchen Unterstellungen können Sie mich gleich gern. Also gut, Sie behaupten, Johannes von Teck. Ja, der ist auf den Hof gekommen und hat mich gesehen. Ihr könnt ihn ja fragen. Keine Sorge, das machen wir schon. Und bei der Gelegenheit schaut euch vielleicht einmal den Vertrag an, den der Nagel mit der Baronin ausgehandelt hat. Sie meinen betreffs der Holding? Mhm. Könnte interessant sein für euch. So. Führt euch. So, Herr Vogel. Haben Sie das noch im Griff? Total, Herr 80er. Bei so einem Tauschhandel, da muss man halt auch Umwege eingehen. Das ist ja gerade das Interessante daran, wo man hindriftet. Oder abdriftet. Landet. Auf einer Untiefe. Nein, im sicheren Hafen. Wissen Sie, ich habe nämlich für Ihre Lederhosen jemanden gefunden, der mir meine Küche ausweißelt. Aber nicht in Schwarzarbeit. Ganz legal. Das geht das Finanzamt überhaupt nichts an. Das ist quasi wie back to the roots, zurück zu den Wurzeln, wie früher. Jäger und Sammler. So kann man es auch nennen. Ja, aber was ist jetzt mit dem Buch? Um drei muss ich da sein. Bis dahin habe ich's. Die Dame, die wird das Buch gern selber vorbeibringen. Die ist aber bettlägerig und hätte dafür gern jemanden, der ihr zur Hand geht. Na, da zahle ich lieber. Die Dame war so nett. Ich kümmere mich drum. So. Hat sich der Verdacht erhärtet? Haben Sie den Hirtreiter schon festgenommen? Nein, wir haben ihn wieder heimgeschickt. Überhaupt ein Alibi zu haben, das überprüfen wir jetzt. Ja, darf ich bitte? Freilich. Ach, Herr Lind, das Laptop ist vorbeigebracht worden. Ich habe es ja auf den Schreibtisch gelegt. Sehr gut, danke. Schauen Sie, da sind alle aufgelistet, alphabetisch. Oh, Sie sind auch dabei. Hofer Corbinian. So, schau her. Da bin's drauf. Korrespondenz, Charakteristik. Das klicken Sie bitte schnell. Nee, das machen Sie mal lieber selbst. Das geht mich nichts an. Gut, oder? Nee, aber das muss ich wissen. Verhandlungen noch ergebnislos, weil stur bis zur Baniertheit. Der Spindel. Hier am Schergo, der Dr. Nagel. Der wäre in der Leben der blöde Hund. Der wird sich jetzt sauber die Weichen einfangen. Ja, Lind?
Ah, haben Sie was? Am Schaft. Ah ja, verstehe. Ist gut, danke. Wiederhören. Also an dem Gewehr, das Sie mitgenommen haben, sind Lackspuren zu finden. Grüner Lack. Der Otto von Teck greift vielleicht was ab. Das ist direkt rufschädigend. Was haben Sie? Grüner Lack. An dem Gewehr sind Lackspuren. Ich meine, ein ordentlicher Jäger transportiert doch sein Gewehr in einem Futteral, oder? Mhm. Und ein sogenannter depperter Bur spannt's auf sein grünes Quad. Genau. Meine Olga hat heute frei, deswegen hat's ein bisschen gedauert. Ist schon recht. Und, was sagen Sie jetzt dazu? Na, ich bin ja kein Jurist, aber ich kann mich nur als Freund Ihres Hauses dazu äußern. Und da muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass Sie diesen Gesellschaftervertrag mit Herrn Dr. Nagel nicht unterzeichnet haben. Ja, aber wieso denn? Ja, Mann. Sie hätten sich dem Mann ja total ausgeliefert. Der hätte hier schalten und walten können, wie es ihm beliebt. Aber wir hatten doch ein ganz besonders gutes Vertrauensverhältnis. Wie sagte schon Felix Dzerzhinsky, das war der Begründer des KGB, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also, das gibt Ihnen überhaupt keine Möglichkeiten. Also, man, Sie hätten praktisch alles aus der Hand gegeben. Aus Kutek wäre dann eine Holding Nagel geworden. Die Polizei schon wieder. Also, ich glaube, ich kann Ihnen dann nicht helfen. Und was die kommissarische Leitung Ihres Gutes anbelangt, also, ich bin da nicht dazu in der Lage. Frau Baronin? Hier sind wir. Also gut, ich pack's dann wieder. Tut mir leid. Aber also, falls Sie mich mehr brauchen, ich bin jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, der Herr Reischl, grüß Gott. Und auf Wiedersehen, meine Herren. Servus. Frau Baronin, ich grüße Sie. Grüß Gott, meine Herren. Wir würden gerne Ihren Sohn sprechen. Der Johannes ist nicht da. Schade, aber der wird ein Handy haben, oder? Ja, da ist er die ganze Zeit nicht dran gegangen. Was wollen Sie denn von ihm? Wir haben nur ein paar Fragen. Ihr Sohn ist als Entlastungszeuge genannt worden und wir rechnen mit seiner Hilfe. Genau. Ja, gut, dann. Ja, was willst du schon wieder? Endlich. Wo bist du denn? Ah, lass mich in Ruhe. Wo warst du denn die ganze Nacht? Komm heim, ich warte auf dich. Ist alles cool. Hast du Hunger? Willst du irgendetwas essen? Ich mach dir was. Nein, ich brauch nichts. Das war der Herr Schmidt. Haben Sie ihn erkannt? Ich habe einen Hund gehört und Schafe. Genau, jetzt wissen wir, wo er ist. Der ist bei Mehringer. Wenn der Junge mitgekriegt hat, wie sich der Nagel über seinen Vater auslässt. Hat er bestimmt. Noch dazu Nagel im Bett seiner Mutter. In dem Alter ist man ja sensibel. Das bin ich heute noch. Auch wenn ich nicht danach ausschaue. Naja, das Problem ist nur, dass der Junge zum fraglichen Zeitpunkt auf dem Hof war, laut Herrn Hirtreiter. Mit seinem Quatsch ist er schnell woanders. Ich war oft draußen im Wald bei der Jagd. Mit meinem Vater. Ja, ja. Dein Vater war in Ordnung. Der Nagel ist hin. Das ist auch in Ordnung. Ich bin ja erst 15. Was kriegst du mit 15? Was willst du denn damit sagen? Dass ich ihn erschossen habe. Was sagst du? Wenn sie mich schnappen. Ich war auch da. Ich wollte schießen. Ich sag einfach, dass ich's war. Du sagst jetzt gar nichts. Kümmerst dich um die Herde, nimmst den Hund, gell?
was soll der Schmarrn, da die Gabi weg. Komm, so fangst du ein paar. Der mit der Waffe, sofort! Ja, schon, Bastel, was soll denn das machen? Tu das Gewehr her. Ich hab den Nagel erschossen. Das Gewehr ist daheim. Hannes, was hab ich denn gesagt? Bastel, komm mit. Komm. Also die Schäferei gehört zum Gut. Ja, ich bin der Schafmeister. Und obendrein ein guter. Naja, es ist nicht so, dass ich mit den Schafen keinen Gewinn gemacht hätte. Eine saubere Rendite. Aber dem Nagel war das zu wenig. Der wollte immer mehr und die Gier. Er hat sie wegrationalisiert. Ja, dem war sogar die Gebühr für den Schlachthof zu hoch. Ich hätte Tiere selber zum Metzger führen sollen. Sauerei. Hat Johannes davon gewusst? Ja. Der Bub hat genau gewusst, was daheim vor sich geht. Und das lässt er nicht zu, hat er gesagt. Ich hab ihn dann ein paar Mal gesehen im Wald, wie er Schießübungen gemacht hat. Aber er hat Nagel nicht erschossen? Natürlich nicht. Nein. Das hätte ich gar nicht zulassen. Was haben Sie gemacht? Wie die gestern zur Jagd blasen haben, bin ich auch ausgerückt. Mit der Absicht? Ihn zu töten. Die Kugel stammt aus dem Gewehr von Mieringer. Womit sein Geständnis verifiziert ist. Also Haftbefehl. Mein Gott, das ist ja schon 10:50. Schon ist gut. Ich finde, wir haben den Fall ziemlich schnell gelöst. Das meine ich aber. Ja, natürlich. Großartig. Ich war nur schon bei meinem nächsten Tagesordnungspunkt. Ja, bitte. Ja, wunderbar. Entschuldigung, aber ich kann die Herrschaften nicht warten lassen. Was hat er denn?